neues Video von mir und heute mal ein nicht so langes Video. Heute geht es mal um eine Breaking News, um ein Clickbait-Video, wie man so schön sagt. Und zwar nichts Geringeres um die Oculus Quest. Und zwar, wir können sie jetzt mit dem PC verbinden und wir machen ein PC-VR-Headset daraus. Es hat funktioniert. Ich zeige euch mal kurz, was ich hier habe, wenn man es auf der Kamera sieht. Ich habe hier einmal eine Verlängerung, USB 3.0 und ein normales USB-C 3.0 Kabel Verlängerung gemacht. Es hat damit auch funktioniert. Ich habe damit Zero Calibur, Doctor Who und mal Pavlov ausprobiert. Das seht ihr gleich mal im Video. Habe ich mal ein bisschen was zusammengeschnitten. Und hier seht ihr auch Oculus Quest nicht verbunden. Ich schmeiß die jetzt mal dran. Ich hoffe, das sieht man jetzt hier auf dem Bild. Ihr müsst die dran machen und dann seht ihr im Headset, ob es eingeschaltet werden soll. Also ihr könnt primär in der Brille umschalten, ob ihr jetzt PC-VR haben wollt oder nur Quest VR haben wollt, sage ich mal jetzt so. Also einmal PC und einmal nicht PC. Einmal reinstecken. So, Ding ist dann aktiv, ist verbunden. Wenn ihr es dann aufsetzt, genau, steht dann immer da Enable Oculus Link. Das müsst ihr mal bestätigen. Ihr müsst auch die Version haben für die Oculus Quest. Das müsste die 11er Version sein. Sonst funktioniert es nicht. Da müsst ihr vorher updaten. Aber es müsste theoretisch automatisch sein. Komischerweise, bei mir war es nicht so, weil ich habe mal Werkseinstellungen gemacht. Und da hat er bei mir erstmal die ganzen Updates runtergezogen. Der hat nie Updates bei mir runtergezogen. Aber jetzt ging's. Quest und Touch sind aktiv. Es läuft, muss ich sagen. Das Einzige, was mich stört, FOV. Dadurch, dass ich die Pimax habe. Aber sonst die Spiele laufen. Die laufen echt. Also wenn das Kabel dann für 80 Ocken ist, natürlich ein Preis, wenn das dann kommt von Oculus direkt. Es ist länger dann, da können wir auch mal ein bisschen was spielen damit. Aber was mir dann noch Sorgen bereitet, wie es damit ein Laden machen soll. Also heißt das dann, ich kann nur 2,5 Stunden oder 3 Stunden spielen, dann Schicht im Schacht oder lädt das übers Kabel auf? Das ist nun die Frage. Oder man knallt sich halt ein Lade, nicht ein Ladekabel, eine Powerbank dazwischen, dass wir dann zocken können. Das kann natürlich auch sein. Ja, kurzes Video soll es sein. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Spielszenen. Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Wir sehen uns. Viel Spaß. Natürlich, Dr. Who darf auch nicht fehlen. Das müssen wir natürlich auch mal probieren, ob das hier läuft. Ich habe einfach mal jetzt Level hier gemacht, was wir die Tage schon angespielt haben. Das läuft. Sehr schön. Warum nicht mehr kommen? Sieht schön aus. Natürlich, der Schwarzwert ist natürlich anders wie bei der Pimax, ne? Es sieht natürlich anders aus. Aber trotzdem, das FOV, da gewöhnt sich ja dran. Auch das ist ja jetzt mal testweise. Und. Ne? Sonst sieht es ja echt gut aus. Genau. Sind wir ja wieder hier. Ja, das haben wir da Pimax auf jeden Fall schärfer, aber es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. So soll es natürlich auch sein. Und jetzt spielen wir mal eine Runde Zero Calibur auf der Quest. Und wie wir sehen, es läuft soweit auch alles. Es läuft flüssig, es sieht gut aus. Also das läuft hier echt top, kann man echt nicht meckern. So. Natürlich hier das Kabel, das stört noch ein bisschen, aber soweit passt das. So. Move out. Ich sag mal so, ganz geil ist es ja auf jeden Fall, ne? Ihr habt mal keinen Bock extra irgendwas Großes. Scheiße. Irgendwas Großes anzuschließen. Alter, wir gehen ja runter hier wieder. Ey! Hätte ich doch recht. Ja, Magazin macht sich besser, wa? Oh, und schon sind wir tot. Ja, also das Spiel läuft auf jeden Fall. Oder mal gesagt, die Spiele laufen. So, jetzt haben wir natürlich auch ein paar Fluff, müssen wir natürlich auch probieren. Und es läuft wie geschmiert. Natürlich habe ich jetzt keine Lobby gefunden. Ich habe einfach mal eine aufgemacht, Gun Game. Also wie ihr seht, Tracking ist da. Ich kann mich auch ducken. Also es passiert gar nichts. Das ist alles gar kein Problem. Also es passt alles, es passt einfach. Das ist echt cool gemacht, da kann man nicht meckern. Da kann man echt nicht meckern. Ja, das war mal so ein kurzer Spieletest, wie es läuft. Knallt euch das Kabel dran, wenn ihr eine Quest habt und
wenn ihr mal Lust auf PC-VR habt, Kabel dran und fertig ist das Ding. Es ist schon eine geile Idee. Also wenn man natürlich eine Pimax hat, muss man aus FOV ein bisschen verzichten, aber ich denke mal, das ist alles Gewöhnungssache. Aber wir schauen mal, was das Kabel von Oculus dann im Großen und Ganzen bringt. Noch jemand hier rein? Ja. Zeig mal, keine Munition mehr. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Komm, schieß auf mich, danke. So. Ja, und was das alles in Zukunft bringen wird. Das ganze Kabel, wenn es schon 80 Euro kostet. Ich bin gespannt. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen und ich wünsche euch eine schöne Woche. So mal ein kurzes Video, ein kurzes Statement dazu. Und wenn euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da und wir sehen uns wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao.